Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von New World. Wir wollen uns jetzt mal... Wir wollen uns jetzt mal hier oben hin bewegen und von hier aus dann dort in diesem Bereich hier reingehen, um die Sachen mal abzuklappern. So, dann hacken wir hier erstmal mit dem Holz, ne? Ach, wunderschöne Gegend hier. Macht weiter so. Gut, hier haben wir den Triebporter. Gibt es hier vielleicht was Interessantes? Wir werden die neuen Rekruten schon bald mit Waffen ausrüsten. Du mal, ne? So, das war's wohl, ne? Tier, verschwunden. Ich habe die Quest angenommen. Habe ich euch mitbekommen. Was ist denn jetzt hier nun? Geh zu Amel beim Geflüchteten aufpassen. Was ist das? Ach. Da muss ich wieder hin zurück. So, 3 und 4. Was ist 3 und 4? Hol das Essen der Söldner zurück. Schnapp den Schatz von den Söldnern. So, Nummer 5. Ist niemand das hier, ne? Ja. Ja, okay, gut, dann renne ich jetzt hier durch, hier hin und von hier aus dann. Okay, gut. So. Dann rennen wir mal hier runter. Warte mal ganz kurz. Nee, ich wollte eigentlich F1. Weil da sind ja auch wieder so ein paar. Ganz genau. Ein paar Leichen. Ein paar Totgeweihte. Gut. Ja.
Gut. So, hier ist natürlich der Schatz der Söldner. Okay. Den Schatz haben wir. Und jetzt holen wir uns nochmal das Essen. Alles klar. Ja, jetzt muss ich hier wieder zurück. Aber jetzt gehen wir erstmal hier unten hin, um den Triporter zu aktivieren. Ach, Kacke. So, die lernen ihre Lektion auch nicht mehr. Okay. Untersuche das Umfeld der... Gut, wenn ich jetzt schon hier bin, dann machen wir das auch gleich mal. Ist ja nur noch ein paar Schritte entfernt. Dann reden wir mal mit ihm hier. Chris, du bist kein Brigant, oder? Wenn du kein Brigant bist, kann ich dich dann um einen Gefallen bitten? Glaube nicht. Als ich aus der Mine geflohen bin, sah ich etwas Seltsames. Es sah aus wie kleine Türme. Und die Briganten in der Nähe schienen sich komisch zu verhalten. Fast so, als wären sie verrückt geworden. Also glaube ich, dass diese Obelisken der Grund sein könnten. Bitte hilf mir, oder noch besser, bitte rette alle da drin. Die Briganten haben Leute gefangen genommen und in der Mine eingesperrt. Ich konnte selbst kaum entkommen, aber es sind noch andere drin gefangen. Okay. Was wohnt da in der Mine? Ja, okay, aber das machen wir ein anderes Mal. Ich möchte jetzt erstmal den anderen ganzen Quatsch abgeben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Weiß man denn jetzt nochmal? Ah ja, genau, sowas. Alles klar. So, jetzt sprechen wir mal erstmal mit Amel. Oh, du suchst nach Tyrain? Ja.
Castle Ford bestand darauf zu gehen, also führte Thrain die Truppen zur Helmond-Burgruine nördlich von hier. Dort hat er sein Lager aufgeschlagen. Okay, Frage. Eingang oder so ähnlich bei der Helmond-Burgruine nach Thrains Aufenthaltsort. Das ist hier oben. Das dürfen wir nicht vergessen. So, öffnen zu Arne, sprich mit Anton. Gute Arbeit, damit sollten wir Essen kaufen können. Das hier sieht nicht schlecht aus. Oh, sieh mal an, mein Lieblingsjuwel. Nein, ich wollte das nicht stehlen. Ja, ist mir doch egal. Solange du mir nichts stehlst, mir daraus eine so ziemlich Schnuppe. Danke, das sollte ausreichen, um uns vor dem Verhungern zu bewahren. Wir stehen so tief in der Schuld von Prinz Thrain. Vielen Dank. Okidoki. So, warte mal. Hier haben wir Getränkhändler, hier haben wir Reparatur. Fertig. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Habe ich hier irgendetwas drin? Aber hier muss ich auch mal aufräumen, ne? Kann man das nicht hier irgendwo zerlegen alles? Aber hier irgendwie nicht, ne? Gut, dann gehen wir jetzt erstmal dahin. So, jetzt fragen wir mal den anderen da. Es ist ein Notfall! Oha, wann ist es mal kein Notfall? Wir haben hier unser Lager aufgeschlagen, wie vom Prinz Thrain angeordnet. Dann entführte die Rothand-Söldner die Leute aus Bilbrin. Sie wollen bestimmt Lösegeld für sie. Jedenfalls ist dann der Prinz verschwunden. Ich glaube, er ist dorthin zurück, wo die Söldner sind. Und er ist ohne Leibwachen los. Du musst dich beeilen. Wir werden auch sofort aufbrechen. Wir zählen auf dich. Ach, du Scheiße. Wo ist der Eierkopf denn nun hingegangen? Okay, gut. Wir werden die neuen Rekruten schon bald mit Waffen ausrüsten. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Die Rettung beginnt. Finde das Thrain und frage ihn, was passiert ist. Du bist gekommen. Du hast die Geschichte also gehört? Ja, ich denke schon. Ich kann nicht noch mehr unschuldige Leute sterben lassen. Benutze dieses Leuchtfeuer, um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. In der Zwischenzeit rette ich die Bewohner. Okay. Yeah!
So. Ja, kommt her, Leute! Los! Komm her! Ja. So. Upsala. Das war. Du hast uns gerettet. Ja. Ich tue, was ich kann, ne? Erstmal muss ich noch ein paar Leute platt hauen, ne? Sylvia wurde weiter hinten gefangen genommen. Sie ist die Tochter des Anführers. Bitte rette sie! Wo ist der denn gleich hingeflogen? So, warte mal, ich muss nochmal Heiltrank hier nehmen. So. Ach, der lebt noch. Okay, jetzt sollen wir ihn gemeinsam platt hauen. So, das werden wir wohl hinkriegen, ne? Ha, geschafft. Tyrion, warum habt ihr uns geholfen? Ist das eine List, damit wir euch folgen? Nein, ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. So wie ihr. Hey, fragt Rain nach der Situation. Okay, gut, dann machen wir das nochmal. Wir werden die neuen Rekruten schon bald mit Waffen ausrüsten. Wir konnten alle retten. Und das nur dank dir. Enank oder so ähnlich verhält sich seltsam. Er schien mir ziemlich zögerlich zu sein. Vielleicht fühlt er sich auch einfach nur nervös in meiner Gegenwart.
Aber könntest du ihn fragen, was los ist? Enang macht sich oft Sorgen, musst du wissen. So, wo ist er hier? Macht weiter so! Das ist... ich... Ja, nun. Ich habe eine Nachricht erhalten. Sie sagen, es sei dringend. Schericht hat herausgefunden, dass der Prinz mit seiner Armee auf dem Weg hierher ist. Wenn er sich wirklich mit den Dämonen verbündet hat, bei unserer aktuellen Stärke ist ein Rückzug das einzig Sinnvolle. Aber wenn wir uns jetzt zurückziehen, werden die Leute im Wilbrenwald niedergemetzelt, weil sie sich Schericht entgegengestellt haben. Ich weiß nicht, wie ich diese Nachricht seiner Majestät überbringen soll. Ihr seid enge Vertraute des Prinzen. Also, was würden du und Pater Amel empfehlen? Bitte Amel um Rat. Machen wir mal. Mal gucken. Ist dem so? Ich muss sagen, das ist wirklich eine schwere Entscheidung. Ich denke, das ist etwas, was Thrain entscheiden muss. Die einzige Person, die dafür die Verantwortung übernehmen kann, ist Thrain selbst. Wir sollten ihm die Wahrheit sagen und ihn nach seiner Entscheidung fragen. Ich vertraue darauf, dass Thrain die bestmögliche Wahl treffen wird. Okay, erstatte Thrain Bericht. Was? Schericht? Deshalb war Enang also so nervös. Wenn die Flucht eine Option ist, würde uns das sicher erlauben, unsere Truppenstärke beizubehalten. Aber die Leute im Wilbrenwald sind auch Einwohner Lutheras. Ich kann sie nicht einfach im Stich lassen. Gehen wir zum Schwarzblutfeld. Damit sollten wir den Einwohnern genug Zeit für die Evakuierung geben. Bereite die Truppen für den Aufbruch vor. Wenn dieser alte Mann auch nur irgendwie helfen kann, wird er mit aller... Der Prinz hat sich also entschieden. Meinem Bruder zuliebe werden sie kommen, die Priester sind bereit. Kämpfen zum Schutz der Leute. Nichts anderes habe ich vom Prinzen erwartet. Was haben Sie gesagt? Verstehe. Sie wollen mir also folgen. Ihre Treue wird niemals vergessen werden. Dann sollten wir sofort losziehen. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Ach, jetzt kriege ich aber was mit Angst zu tun dann. Ich würde dich gerne um etwas bitten, bevor du dich auf den Weg zur Schlachtebene machst. So fähig die Miliz des Wilbrenwalds auch ist, es wird schwer werden, Scherichts Truppen allein aufzuhalten. Unter der Helmorn-Burgruine haben wir ein paar Kanonen, die in sehr schlechtem Zustand sind. Ich vermute, sie werden nicht oft genutzt. Aber es würde nicht schaden, wenn sie einsatzbereit wären. Es wäre schön, wenn wir ihnen vor unserem Aufbruch ein paar Waffen für die Selbstverteidigung hinterlassen könnten. Auch der Prinz unterstützt diesen Plan. Kanonenreparatur. Okay, gut, dann machen wir das auch mal glatt. Gut. Ja, bevor ich da zur Schlachtebene gehe, wird das noch erledigt, aber jetzt werden noch mal für die Schlacht schnell die Kanonen repariert.
Okay. Warte mal. Das war's schon. Kanonenreparatur. Warte mal. Ach, hier ist jetzt leider kein Triebpointer. Gut, dann muss ich da immer mal kurz runterrennen. Ach, warum runterrennen? Du bist also der Fremdling, der die Tochter des Anführers gerettet hat. Kanonen, die haben wir nie wirklich benutzt, aber ja, die haben wir. Oh, du hast sie repariert? Unser Anführer kann etwas stur sein, aber vertraue mir, er weiß, wie man seine Schulden begleicht. Ich bin sicher, dass er sehr dankbar ist. Ich werde es auch weiter erzählen. Danke. Alles klar, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Also, ich bin jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und sagt, das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.